Supernova ist eine sehr spektakuläre Explosion, kann man sagen, am Ende des Lebens eines Sterns. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Folge 11 unseres Podcasts. Mein Name ist Jens Kube. Als der dänische Astronom Tycho Brahe am 11. November 1572, also vor etwas mehr als 436 Jahren, abends an den Himmel blickt, entdeckt er einen hellen Stern, der ihm völlig unbekannt ist. An seiner eigenen Wahrnehmung zweifelnd, bittet er seine Begleiter, die Beobachtung zu bestätigen. Zu Brahes Erleichterung sehen auch sie diesen neuen Stern, lateinisch Stella Nova. Und dann verschwand der neue Stern wieder vom Sternenhimmel. Erst mit der Erfindung der Radioastronomie wurde in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wieder eine Spur der Tycho-Supernova gesehen. Ganz offensichtlich der Überrest einer Sternexplosion. Eine Supernova ist eine sehr spektakuläre Explosion, kann man sagen, am Ende des Lebens eines Sterns. Es gibt im Prinzip zwei Arten solcher Supernova-Explosionen. Die erste Art von Supernova-Explosionen ereignet sich am Ende der Entwicklung eines massereichen Sterns, der mindestens achtmal so schwer wie die Sonne ist. Im Laufe ihrer Entwicklung besteht bei Sternen ein Gleichgewicht zwischen dem Druck durch die Energieerzeugung im Sterninneren und der Schwerkraft, die den Stern unter seinem eigenen Gewicht zusammenpressen würde. Am Ende seines Lebens hat sozusagen der Brennstoff aufgehört zu existieren. Er kann die Energie nicht mehr aufbringen, um diesen Gleichgewichtszustand zu halten und fällt dann schlagartig zusammen. Also das Zentrum fällt schlagartig zusammen, wird entweder zu einem schwarzen Loch oder zu einem Neutronenstern. Und dabei wird eine Menge von Gravitationsenergie frei, die dann in einer Explosion, aber auch durch Teilchen wie Neutrinos freigesetzt wird. Und ein anderer Prozess, der auch als Supernova bezeichnet wird, das ist eine sogenannte Supernova vom Typ 1a, die ich davor gerade beschrieben habe, das ist eine Typ 2 Supernova und bestimmte Unterarten und eine Typ 1a Supernova ist ein bisschen anderes Ende eines Sterns, aber auch ein Ende des Sterns. Also das ist ein sonnenähnlicher Stern, der ja in seiner Entwicklung erstmal zu einem roten Riesen wird. Da gibt es auch eine Energiekrise, ein bisschen anderer Art. Der bläht sich auf, verliert einen Teil von seiner äußeren Atmosphäre, um dann zu einem weißen Zwerg zu werden. Das ist das Zentralgebiet von dem ehemaligen Stern. Und wenn jetzt so ein Stern wie dieser weiße Zwerg in einem Doppelsternsystem auftaucht, was recht häufig passiert, kann jetzt Folgendes passieren. Also es kann einen Begleitstern geben, der dann auch durch so ein Riesenstadium geht und dabei sich so stark ausdehnt, dass Materie auf den weißen Zwerg übergehen kann. Und dadurch kann er über eine kritische Massegrenze kommen, wo dann im Prinzip auch ein Kollaps einsetzt, aber der dann aber sehr schnell zu einer ganz starken Temperaturerhöhung in dem Fall führt, die zu einer thermonuklearen Fusionsreaktion führt und die dann auch diesen Stern vollkommen zerstört. Also da bleibt dann nichts mehr übrig, das ist dann wirklich eine katastrophale Explosion. Das erklärt Oliver Krause, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Ihm und seinen Kollegen gelang kürzlich eine Reise durch die Zeit. Während das Licht vom 11.000 Lichtjahre entfernten Ort der Tycho-Supernova auf direktem Weg schon vor 436 Jahren zur Erde kam, erreichte es auf Umwegen erst jetzt die Teleskope mit ihren hochempfindlichen Messgeräten. Das Objekt wurde damals auf der Erde gesehen, aber klarerweise ist natürlich das Licht nicht nur in Richtung Erde ausgestrahlt worden, sondern ist natürlich in alle Raumrichtungen ausgebreitet und ist in dieser Weise auch auf Material getroffen, was jetzt in andere Raumrichtungen von der Supernova aus gesehen gelegen ist. Und diese Staubwolken sehen wir heute aufleuchten. Das Licht benötigt eine Sekunde, um 300.000 Kilometer zurückzulegen. Dies ist im kosmischen Maßstab eine ganz kleine Entfernung. Die Staubwolken, die heute durch das Licht der Supernova erstrahlen, sind etwa 440 Lichtjahre von der Explosion entfernt. Und die Wolke sozusagen, die dient uns hier als, ja, wenn man so will, als interstellarer Spiegel, um das Licht nochmal auf uns zu richten zum einen und aber eben natürlich durch die Laufzeit des Lichtes mit einer Verzögerung. Das heißt, wir können heute im Prinzip mit den ganzen Instrumenten das uns nochmal anschauen, was Tycho Brahe gesehen hat. Und so gelang die Spektralanalyse, die zu Brahes Zeiten noch vor Erfindung des Teleskops unmöglich und unbekannt war. Bei Tychos Supernova, so das Ergebnis, handelt es sich um eine Sternexplosion vom Typ 1a, bei der der weiße Zwerg durch eine Wasserstofffusionsexplosion zerstört wird. Eigentlich, so behaupten die Astrophysiker, müsste es in unserer Milchstraße etwa alle 30 Jahre eine Supernova-Explosion geben. Aber seit 1604 gab es keine helle Supernova mehr am Himmel, also über 400 Jahre. Das heißt, es ist wirklich mittlerweile schon statistisch höchst signifikant, dass die überfällig ist. Mit dem modernen Mittel der Astrophysik hat man jetzt mittlerweile
zwei Supernovae-Überreste gefunden, die nachgewiesenerweise jünger sein müssen als 400 Jahre. Also zum einen Cassiopeia A, das ist eine sehr bekannte Quelle, und vor kurzem, diesem Jahr sogar, hatte man noch eine andere Quelle gefunden, nahe des galaktischen Zentrums, die auch sowas wie 140 Jahre waren, so 180 Jahre alt sein muss. Doch warten die Forscher praktisch, seit sie die modernen Teleskope besitzen, vergeblich auf die nächste. Sie ist überfällig. Der Grund dafür liegt allerdings in der Natur unserer Position innerhalb der Milchstraße. Es gibt ganz einfach einen Grund dafür, und zwar, es geht zurück auf die Staubwolken von vorher. In unserer Milchstraße ist natürlich eine Menge von Staub, und gerade in Richtung des galaktischen Zentrums hin gibt es hier sehr hohe Säulendichten von Gas und Staub, und da sind natürlich auch besonders viele Sterne, und alle Supernova-Explosionen zum Beispiel, die in der Nähe des Milchstraßenzentrums auftreten. Wenn man jetzt nicht gerade durch Zufall durch ein Fenster hindurchschaut, wo eben recht wenig Material liegt, sieht man die einfach nicht im Optischen. Da die Wissenschaftler Sternexplosionen mit guter Regelmäßigkeit auch in anderen Galaxien vermessen können, ist die Beobachtung des Echos der Supernova von 1572 eigentlich ein viel interessanteres Ergebnis. Mit Krauses Lichtzeitmaschine kann man nun sowohl das Spektrum der ursprünglichen Explosion als auch die Eigenschaften des über 400 Jahre alten Überrestes studieren. Im Universum nach dem Urknall gab es ja natürlich erstmal nur Wasserstoff, Helium, Lithium, also die leichtesten Elemente. Und im Laufe der Zeit sind dann durch Sterne, durch Fusionsprozesse schwere Elemente entstanden, Kohlenstoff, Sauerstoff. Aber irgendwann ist sozusagen die Fusionskette ja zu Ende, und durch Fusion können sie nur bis zu eisenkernigen Energie gewinnen. Was sozusagen darüber hinausgeht, das geht nur in Supernova-Explosionen, wo dann eben andere Prozesse, Kernfusionsprozesse einsetzen, explosive Prozesse einsetzen. Und das heißt, die ganzen Elemente, jetzt schwerer als Eisen, sind irgendwann einmal in Supernova-Explosionen entstanden. Also selbst wenn wir jetzt mal das Eisen in unserem Blut nehmen, im Hämoglobin, es muss irgendwo in so einer Explosion entstanden sein, und die schweren Elemente wie Uran sowieso. Neben dieser grundsätzlichen Motivation für die Supernova-Forschung, die aus unserer gemeinsamen Herkunft aus einer prähistorischen Supernova begründet ist, gibt es noch eine kosmologische, nämlich dass Supernovae aufgrund ihrer großen Helligkeit exzellente Quellen sind, mit denen man Entfernungen im Weltall messen muss. Und der Hintergrund ist hier nochmal, also wenn wir nochmal auf diese Erklärung zurückgehen vom Anfang, die Supernova vom Typ 1a, ist mehr oder weniger der Kollaps von so einem weißen Zwerg, und der passiert eben immer bei einer sehr genau definierten Masse. Dafür hat ja Chandrasekhar in den 60er Jahren Nobelpreis bekommen. Also es sind 1,44 Sonnenmassen, wo am Ende das Elektronengas, das entartete Elektronengas in diesem weißen Zwerg eben nicht mehr standhält dem Druck, und ab dem Moment kollabiert er dann eben. Und deswegen ist eben die Energie auch sehr genau definiert, und Sie können sozusagen diese Quellen als Standardkerzen einsetzen. Also die Leuchtkraft ist immer die gleiche. Wenn Sie jetzt messen, wie hell die sind, können Sie im Prinzip die Entfernung ausrechnen. Das beobachtete Spektrum und einige weitere Daten aus der Arbeit von Oliver Krause finden Sie in den Nachrichten von Welt der Physik. www.weltderphysik.de/nachrichten